Nächster Punkt, es gibt ja Parteien, die sehr stark auf Enteignungen setzen. Würde es das mit Ihnen auch geben? Naja, wissen Sie, ich glaube, da sind wir die einzige Partei mit der FDP, die eine sehr klare Haltung hat. Also ich kenne den Volksentscheid und mir sind auch Volksentscheide wichtig. Ich nehme die auch ernst. Und ich muss auch sehen, warum haben die Menschen eigentlich in Berlin für Enteignung gestimmt. Weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Berlinerinnen und Berliner nicht für Enteignung sind. Die haben nur einen Hilferuf gesendet. Tut endlich was gegen steigende Mieten. Tut endlich was, dass ich eine Wohnung finde, wenn ich eine brauche. Weil das Problem ist doch schlicht und ergreifend, wenn mein Sohn jetzt oder 16, aber wenn der irgendwann eine eigene Wohnung will, es wird schwer. Wie oft höre ich von älteren Menschen, Herr Wegener, ich habe eine 3,5-4-Zimmer-Wohnung, Kinder sind raus, jemand verstorben, ich möchte eine kleinere Wohnung, aber ich finde keine. Und wenn ich mal eine finde, ist sie viel teurer als die, die ich jetzt habe. Das ist doch das Kernproblem. Aber ich sage Ihnen, ich habe eine sehr klare Haltung zu Enteignungen. Und Frau Giffey hat im letzten Wahlkampf immer gesagt, ich zitiere jetzt nahezu, Enteignungen kosten sehr viel Geld, über 30 Milliarden, über 30 Milliarden. Enteignung bringt keinen einzigen Quadratmeter neuen Wohnraum und Enteignung schadet dem Wirtschaftsstandort Berlin. Frau Giffey hat in allen drei Punkten vor der Wahl recht gehabt, aber am Wahltag um 18 Uhr hat sie es vergessen. Es war eine rote Linie im Wahlkampf und nach der Wahl wurde eine Kommission eingesetzt, die prüft gerade, ob es möglich ist. Frau Giffey hat immer gesagt, ich muss das doch alles ernst nehmen und wir prüfen. Übrigens jetzt, seitdem feststeht, dass ein Gericht beschlossen hat, dass Berlin keine Wahl kann, jetzt sagt Frau Giffey wieder, sie ist gegen Enteignung. Dann rudert sie wieder zurück. Beim Morgenpost-Gespräch letztens vor kurzem haben wir sie da auch gestellt. Morgenpost titelt ja auch, Giffey legt sich nicht fest. Ich sage Ihnen, Frau Giffey kann sich in ihrer eigenen Partei nicht durchsetzen. Die SPD hat einen Beschluss für Enteignung getroffen. Und ich habe eine sehr klare Haltung. Meine Partei unterstützt mich da voll und ganz. Enteignungen sind der falsche Weg. Wir müssen mehr bauen, mehr bezahlbar bauen und Mieter wirklich schützen. So, darum geht es. Und das schaffen wir nicht mit Enteignung. Das schadet.